Hörst du, dass ich es bumm mache, ganz leise? Ja. Das ist der Wind an meinem Mikro. Das wird, ist der Zeichen eines frauenaffinen Movies für den Freitagabend, das die Degeto mit mir verfilmt, mit Christine Neubauer und Sascha Hehn. Das machst du auch noch? Der Wind an meinem, wieso auch noch? Ja, ich meine nur, du bist ja jetzt überall zu sehen, oder? Ich habe den Louvre eröffnet und den Parteitag moderiert. Stimmt, ja. Und am Freitag bin ich bei Otti Fischer und morgen Abend meine große Fußballshow hier. Na, geht doch. Ja, ja, stimmt. Oh, das wird toll. Und das wird der Hammer. Oh. Nicht zu viel verraten. Nicht zu viel verraten. Meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist eine junge Kollegin aus dem Seriösesten, was das erste deutsche Fernsehen zu bieten hat, nämlich den Nachrichten. Und sie verweigert sich diesem oberflächlichen Tralala, in dem unser einzelner Dasein fristen muss, nämlich der Unterhaltung. Entschuldigung, mir wird schlecht. Aber sie glaubt an das Gute im Moderator und auch, um mich zu therapieren, ist sie heute Abend hier. Zum ersten Mal in einer Talkshow. Und ich fühle mich geehrt, dass sie bei uns die Premiere macht, meine Damen und Herren, aus dem Kronjuwel des deutschen Fernsehens, der Redaktion der Tagesschau. Herzlich willkommen, Judith Rakers. Frau Rakers, ich gehe mal davon aus, Sie sind zu bescheiden, aber ich darf das sagen, die Tagesschau, da wollen Tausende hin, da wollen Millionen hin, aber bei der Tagesschau kann man sie nicht bewerben. Zur Tagesschau wird man berufen. Ja, so heißt es, ist richtig. Ist es so? Ja, es ist so. Ich wurde gefragt von Jan Hofer. Die ARD-Chefredaktion hat ihn gebeten, mich zu fragen. Wirklich? Ja, so. Wie ist das so, Jan Hofer? Kommt er da frisch gegelt in die Kantine und sagt, Mäuschen, lies mal? Oder wie läuft's? Er sagt Baby. Er sagt wirklich Baby? Er sagt Baby. Nein. Natürlich. Nein, er sagt nicht Baby. Er kam zu mir, es war tatsächlich ein bisschen komisch, weil er kam in die Redaktion. Ich bin ja beim Hamburg-Journal schon etwas länger, beim NDR. Wie lange sind Sie da schon? Seit 2,5 Jahren als Moderatorin, seit 3,5 Jahren bei der Redaktion, weil ich vorher Reporterin war. Das ist 5-mal die Woche? Das ist 7-mal die Woche. Sogar. Jeden Tag? Jeden Tag. Also Sie machen das 7-mal die Woche? Ja. Und dann habe ich eine Woche frei natürlich. Ja, gut. Ja, gut. Aber natürlich nicht. Ja. Okay, also Sie saßen da, saßen in der Redaktion des Hamburg. Ich ahnte nichts Böses und dann kam Jan Hofer rein, frisch gegelt und sagte Baby. Nein, er sagte nicht Baby, er sagte Frau Rakers, wäre es Ihnen möglich, heute Abend mal bei mir vorbeizukommen nach der Sendung? Und ich war im ersten Moment total geschockt und guckte ihn an und er sah wohl dieses Entsetzen in meinen Augen und sagte dann sofort, meine Frau macht einen guten Kaffee. Und dann bin ich vorbeigefahren, weil er wohnt nicht weit entfernt vom NDR-Gebäude und dann bekam ich einen Kaffee. Und abends. Er stellt abends, ja, nach der Sendung koffeinfrei. Nein. Ja? Jan Hofer und trinkt koffeinfreien Kaffee. Hatte für mich welchen Ach so. Dabei, ja? Nein. Und er steht, aus dem Glas, so. In einer weißen Porzellantasse, um es ganz genau zu sagen. Denn es gibt ja sehr gute, schnell lösliche Kaffees. Er schmeckte ganz toll. Aber ich habe noch nie getrunken. Ich trinke nur Chibo, Duscho und Kaffeehaag. Ja, das müsste doch jetzt eigentlich reichen, oder? Um sauber zu sein. Entschuldigung. Also Jan Hofer brachte den Kaffee rein. Oder seine Frau? Seine Frau. Ja. Und dann? Was hat er zu ihm gesagt? Und dann sagte er, Frau Rakers, ich will das jetzt kurz machen. Können Sie sich vorstellen, bei der Tagesschau zu arbeiten? Und da habe ich gesagt, als was denn? Weil mir das überhaupt nicht klar war, was er von mir will. Weil ich habe eine journalistische Ausbildung, ich habe ein Buch mitgeschrieben über Nachrichtenschreiben. Ich denke, der fragt mich jetzt, ob ich in der Redaktion mitarbeiten will. Aber er meinte als Sprecherin und da war ich sehr überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Aber Sie sind ja sehr attraktiv. Ich weiß, dass attraktive Frauen immer darunter leiden. Auch ich wurde jahrelang nur wegen meinem Körper beurteilt. Nein, das ist doch so, oder? Ich meine, das ist doch so. Gerade in einer Macho-Welt wie dem Fernsehen. Ja. Ich finde, eine Frau kann durchaus geil aussehen, aber auch was in der Birne haben. Finde ich auch. Ja, also ich kann das verstehen, dass Frauen da, wie soll ich sagen, ja, sich reduziert fühlen. Aber Ihnen ist doch klar, dass eine Frau, die so aussieht wie Sie... Ich fühle mich nicht reduziert. Ach so? Nee. Aber ich dachte, Sie hätten Ängste gehabt, reduziert zu werden. Nee, hatte ich nicht. Nee. Nie erlebt? Nie angebaggert worden von irgendwelchen Gästen? Gästen? Ja, ich meine, im Hamburg-Journal haben Sie doch Talkgäste. Ja, klar, gut. Sagen Sie nicht Gäste, wie heißen die im Hamburg-Journal? Kunde, nein. Nein, nein. Wirklich? Nein. Das Promi-Gesindel mit der neuen CD, oder wie? Ja? Nein, Sie heißen Gäste doch wirklich. Gäste, ja. Da kommt es nie vor, dass einer so sagt,
Hallo, Schatz. Also, der glaubt, mit 90 bin ich auch noch fit oder so. Das Sie wollen auf James Last hinaus, kann das sein? Das wusste ich nicht. War das so? Ich glaube, ja. James Last hat Sie angeklagt? James Last hat mich in der Sendung, im Interview angebaggert. Wie denn? Also, wir hatten ein 3-Minuten-Interview mit ihm, ja, in der Sendung. Und es ist eine Live-Sendung, muss man dazu sagen. Und die Sendung lief. Und er driftete irgendwie ab und erzählte ganz viel über einen seiner Musiker, was der schon für viele Preise bekommen hätte und Auszeichnungen. Und ich wollte ihn zurückholen mit der Frage, ja, Herr Last, aber Sie haben doch auch schon so viele Preise und so viele Auszeichnungen erhalten. Fehlt Ihnen überhaupt noch irgendein Preis? Und dann guckt er mich an und sagt, wie war nochmal Ihr Name? Judith Rakers, der fehlt mir noch. In der Sendung. Und ich sah nur, wie der Kameramann also so wegklappte nach vorne über, weil er einen Lachkrampf kriegte aus dem Augenwinkel. Und ich musste jetzt irgendwie weitermachen mit ihm. Und, was haben Sie dann gemacht? Ich habe irgendwie gesagt, ach Herr Lars, Sie sind ja nicht nur ein Haudegen in der Musikbranche, und habe dann weitergemacht. Aber das war nicht alles. Am Schluss des Interviews habe ich gesagt, jetzt machen Sie nochmal Ihre typische Handbewegung mit dem Taktstock. Ja. Ja. Und dann guckt er und sagt, ach, was haben Sie süße Handgelenke. In der laufenden Sendung. Also es war eine Sendung, auf die wurde ich noch in der Kantine Wochen danach angesprochen. Ja, aber sag mal, Handgelenke ist ja doch, hat ja doch Charme, oder? Oder? Ja, ich habe noch Glück gehabt, glaube ich auch. Ja, also mein Handgelenk, also, er ist halt ein Flirt und er ist ja auch wahnsinnig erfolgreich und Millionen jubeln hinzu. Also kann man ja irgendwie nachvollziehen. Aber das passiert ihm doch wahrscheinlich häufiger, oder war das nur bei James Last? Wollen Sie jetzt auf die Maximilian Schell-Geschichte hinaus? Nein, das meine ich nicht. Nein, ich meine, von den beiden Fällen wusste ich, aber jetzt, wenn ja, irgendwelche jüngeren Investmentbanker oder haben Sie doch sicher auch von irgendwelchen Hamburger Firmen oder Insolvenzfällen oder sowas. Nein, haben Sie es gar nicht? Haben Sie nur Leute aus dem Showgeschäft zu Gast? Nein, natürlich nicht, aber Investmentbanker hatten wir noch nicht. Sollten wir vielleicht mal einladen. Kommt vielleicht noch. Ich meine, Hamburg boomt doch, oder? Ja, total. Ja? Leben Sie gerne in Hamburg? Absolut. Schönste Stadt der Welt. Sind Sie gebürtige Hamburgerin? Darf man das hier sagen in Köln? Natürlich. Ne, wir in Köln, damit können wir locker umgehen. Wir sind Köln, aber wir sind dann versifft und proletarisch, aber ja, aber unser Selbstbewusstsein speist sich aus anderem. Aha. Bei uns bohrt Tosca. Dieses Riesenbohrgerät schrammt jetzt an der Philharmonie lang. Wir bauen uns eine U-Bahn in Köln. Ja. Wir wissen nicht warum, aber wir wollen sie. Ja. Wir bauen auch eine. Ich weiß. In der Hafen City. Ja, da sollen so wahnsinnig teure Wohnungen verkauft werden. Extrem teuer, ja. Ich habe mir auch welche angeschaut und. Was kostet der Quadratmeter? Wissen Sie das? Aha. Wie viel? Soll ich mal raten? Ja. 7.000 Euro? Ja. Wirklich? Ja. Ja. Und die gehen aber weg wie warme, wie sagt man da, Sardellen in Hamburg, oder? Genau, Sardellen sagen wir. Stinte sagen wir, wie warme Stinte. Es gibt aber auch günstigere Wohnungen, muss ich jetzt hier sagen. Sonst steigt mir der Wirtschaftssenator aufs Dach. Es soll auch Wohnungen geben, angeblich, wo der Quadratmeterpreis viel geringer ist für Familien. Ja, mit Sicherheit. Habe ich noch nicht gesehen jetzt, aber kommt. Das wird auch gefördert. Mhm. Ich freue mich als Fan des Morgenmagazins, dass Sie dort in Zukunft zu sehen sein werden. Mhm. Ja, nämlich mit der Tagesschau. Ja. Das ist ein erster Schritt, der, finde ich, auch noch schneller gehen könnte, dass Sie ins Hauptprogramm kommen mit der Tagesschau. Nicht nur nachts. Ich war die Nachteule jetzt ganz lange, ja. Richtig. So, jetzt sind Sie dann schon mal morgens von 6 bis 8 Uhr, nee, bis 9 Uhr zu sehen? Also ich muss um 3.30 Uhr aufstehen und um 4.30 Uhr in der Maske sein, 5.30 Uhr erste Sendung und dann bis 10 Uhr. 3.30 Uhr aufstehen. Hat man denn da überhaupt noch Zeit für ein Privatleben? Macht denn der Partner sowas mit? Wie ist das denn bei Ihnen und Ihrer Frau, Herr Schmidt? Ja, ich stehe ja nicht um 3.30 Uhr auf. Aber jeden Abend ohne Ihre Frau, ist das nicht traurig? Wieso? Ich bin noch um 7 Uhr. Ja, natürlich, ich bin um 7 Uhr zu Hause. Und werde begrüßt mit einem Saloppen, wieso bist du denn schon hier? Nein, nein, das ist, also das, bei mir ist das anders, deswegen sage ich das ja. Ich kenne es von vielen Kollegen. Zu mir sagt man dann, warum musst du jetzt schon gehen? Aber sonst sind da, glaube ich, wenig Unterschiede. Wirklich? Ja. Ich habe keine Kinder. Also weder aus erster noch aus zweiter Partnerschaft. Ja. Auch nicht aus früheren? Noch davor, nein, nein. Aber Sie wollen welche? Später mal. Also jetzt nicht direkt hier sofort, aber grundsätzlich. Ja. Entschuldigung. Aber das wäre doch bei der Tagesschau zum Beispiel zu vereinbaren. Eva Herrmann zum Beispiel, gut, die ist ja hauptsächlich Schriftstellerin, aber die hat doch auch einen Sohn, glaube ich. Ja. Ja. Mhm. Also das ist ja irgendwie, gibt es da so eine Art Betreuung bei der Tagesschau? Ist das, sind wir Sie da meinen, ein bisschen... ob Jan Hofer als Papa Schlumpf Nein. Kinder bespaßt? Nein, das nicht. Aber wie nennt man das? So eine Art Betriebskindergarten oder sowas? Nee, haben wir nicht. Gibt's haben nicht. Nein. Wäre vielleicht mal eine Idee, das einzurichten? Ja, gab es auch, glaube ich, schon mal Überlegungen. Aber es wurde immer gesagt, der Gebührenzahler versteht dann nicht, dass er mit seinen Gebühren einen Kindergarten finanzieren muss.
Kann ich auch nachvollziehen. Gut, aber es ändert sich ja vielleicht. Haben Sie... Ändert sich die Gebühren? Nein, dass man sagt, da geht man ein bisschen offensiver damit um, auch um ein gutes Beispiel zu geben. Wir finanzieren schon mal einen Kindergarten, damit das Thema Betreuung doch schon mal geregelt ist. Sie können ja gerne mal vorbeikommen und ein bisschen aufpassen, Sie haben ja Erfahrung, aber... Ja, aber ich kann das nicht. Ich finde, das ist ja auch erwiesen, Fachkräfte, die das gelernt haben, ja, die sind ja oft für die Kinder besser als die leiblichen Eltern. Das stimmt. Das hat man herausgefunden. Das stimmt. Ja? Jetzt erst wieder im Privatfernsehen, ne? Wieso? Supernanny? Ja, aber die war auch hier, Frau Saalfrank. Und? Mögen Sie die? Also ich glaube, wenn ich Kind wäre, würde ich sie gerne mögen. Ich finde Frau Saalfrank toll. Mhm. Und man sagt, unser Redakteur, der sehr kritisch ist, hat gesagt, Frau Saalfrank war mit der Gast, bei dem es am meisten geflirt hätte, zwischen ihr und mir. Nein. Definitiv. Ach so, ich dachte, zwischen euch beiden. Nee, nicht zwischen uns beiden. Zwischen Frau Saalfrank, der Supernanny, und mir. Okay. Ja, so wie zwischen dir und Paul Breitner, als er hier war. Ist das denn zu fassen? Da wird ja jede Brücke zersetzt. Sie haben gar kein Wasser. Nein. Haben Sie ein berufliches Ziel? Haben Sie ein großes berufliches Ziel, wo Sie sagen würden, ich würde gerne eine 60-minütige Talkshow jede Woche machen oder würde den US-Präsidenten interviewen wollen? Träumt man von sowas? Ich wollte immer die große Showtreppe runterkommen. Ja, nee, da träume ich jetzt nicht unbedingt von. Aus finanziellen Gründen müssen wir natürlich jetzt Ihre Sendung übernehmen, aber ich denke, ich bin ganz glücklich da, wo ich jetzt bin. Wieso aus finanziellen Gründen? Sie meinen, weil mein Honorar so groß ist? Ja. Das würde ich nicht machen. Ich glaube, Ihr Ideal könnte ein anderes sein. Sie sind jung, Sie sind clever, Sie sehen toll aus. Sie müssten versuchen, in Deutschland das neu zu schaffen, dass die Honorare, die in der Unterhaltung gezahlt werden, in einem Teil der Unterhaltung, zu Recht. Ja. Zu Recht. So, dass die auf die Nachrichtenstars übertragen werden, so wie es in Amerika ist. Die kriegen 7, 8, 9, 10 Millionen Dollar, die Anchor Women und Anchor Men in Amerika. Pro Jahr. Und ich finde, was dachten Sie, pro Abend? Und ich finde, die Besten bei uns, ja, sind das auch wert. Der schöne Klausi im ZDF. Ja. Und Sie, 8 wäre vielleicht noch ein bisschen früh, aber mit 5 könnten Sie mal... Beim NDR auf den Tisch schauen. 5 Mio. Ja, gut. 5 Mio pro Jahr. Mal gucken, wie die Jungs da reagieren. Ja, ja. Ich werde mit Herrn Plog ein Gespräch führen. Grüße bitte. Ja, sehr gerne. Ja, haben Sie es bereut, dass Sie zu Gast waren bei uns? Ich hatte kein Wasser, das ist ein bisschen schade. Ja, das tut mir leid. Ich habe jetzt leider schon getrunken, sonst hätte ich... Aber ich kann Ihnen hinterher eins anbieten. Aber war doch okay, oder? Sehr gut. War auch nicht unseriös? Nein, das war nett. Würden Sie wiederkommen? Ja. Auch mal in eine andere Talkshow gehen? Jan Hofer hat doch die eine, wo man ihn da immer so kaum sieht vor lauter Mücken. Riverboat. Mücken? Im MDR. Da fliegen doch lauter so Mücken auf dem Riverboat. Ich bin noch nie aufgefallen. Mücken doch, sind doch wirklich, wahr. Das mache ich immer so. Ja, Jan Hofer sehe ich ja so fast jeden Tag, das reicht. Grüße bitte. Ja, mache ich sehr gerne.